bin ich wieder mit dem nächsten Teil. Ich habe jetzt schon mal weiter hochgearbeitet, hochgehackelt. Das Ding ist jetzt schon so lang geworden, das ist jetzt hier ja die Breite. Also ich kann es nur noch in der Breite zeigen. In der Höhe wäre es so. Aber das kriege ich leider nicht mehr komplett aufs Bild, in die Kamera. Das funktioniert also nicht. Ich mache es nochmal. Da habt ihr das untere Teil. Das ist also der Länge nach. Ich mache es extra mal langsam, damit ihr das sehen könnt, wie lang das jetzt schon geworden ist. So, hallo. Und ich habe jetzt, wie gesagt, diese Zweierpackstäbchen Faust übereinander, brav übereinander gehäkelt. Bin dabei fast eingeschlafen, weil es halt eben, ja, nicht monoton und langweilig ist. Nein, aber man häkelt so vor sich hin. Und das ist dann das, wobei man dann super gut einschlafen kann. Also wenn ich einschlafen kann und eine Einschlafhilfe braucht, häkelt einfach Stumpfstäbchen oder feste Maschen oder ihr häkelt einfach ein Muster, was sich dauernd wiederholt. Ich sag's euch, ihr könnt wunderbar pennen. So, dann habe ich hier schon mal meine feste Maschenreihe drüber gehäkelt, natürlich, wie immer, wie ihr es auch schon kennt. Dann habe ich meine Doppelstäbchenreihe gehäkelt auf die feste Maschenreihe und nochmal jetzt meine feste Maschenreihe auf die Doppelstäbchenreihe gehäkelt. Da bin ich jetzt. So. Jetzt los, dass wir neu einteilen müssen. Die versetzten Zweierpackstäbchen müssen wir jetzt einteilen. Mache ich natürlich mit euch zusammen. Drei Luftmaschen erstmal in die Höhe als Ersatzstäbchen oder auch als Stäbchen, um in die Höhe zu kommen. Dann wenden wir oder drehen das Ganze um, die ganze Arbeit um, so. Dann ein Umschlag auf die Nadel und wir häkeln nicht ins erste Stäbchen rein. Wieso stimmt? Ja, ins erste. Nee, nicht feste Masche sind es ja. Oh Gott, oh Gott. Nicht in die erste feste Masche, sondern in die daneben liegende zweite feste Masche. Da einstechen. Und ein Stäbchen häkeln. Sieht nicht ganz aus wie zwei Stäbchenpakete oder ein Stäbchenpaket nebeneinander aus. Nein, ein Paket aus zwei Stäbchen. So ist es richtig. So, dann häkeln wir jetzt unsere Luftmasche für den Abstand. Zählen wieder hier drei feste Maschen ab. Eins, zwei, drei. Da müssen wir einstechen. Und da in das gleiche, in die gleiche feste Masche stechen wir nochmal ein und holen den und arbeiten ein Stäbchen. So. Luftmasche für den Abstand. Drei feste Maschen abzählen. Eins, zwei, drei. Da einstechen. Ein Stäbchen häkeln. Mein Faden will nicht so, wie ich will. Schon wieder mal nicht. Und nochmal ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle häkeln. Luftmasche. Abzählen. 1, 2, 3. Hier einstechen. Ein Stäbchen. Nochmal in die gleiche feste Masche einstechen. Zweites Stäbchen. Luftmasche.
seht ihr wohl. Da habt ihr wieder eure die Einteilung der Zweier Stäbchenpakete. Ich muss immer überlegen, was ich sage. Und so machen wir jetzt bis zum Ende weiter. Dann melde ich mich wieder. Am Ende der Reihe angekommen. Hier sind jetzt meine letzten drei. Das passt. Ich stich also in die letzte feste Masche ein. Ja, aber auch in die zwei Beinchen. Und mache hier dann meine zwei Stäbchen rein. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr auf hier auf diese Luftmasche, auf die oberste einstechen, weil wir haben ja hier die feste Masche drauf gemacht, ne? Also können wir einfach hier in die letzte feste Masche, die wir haben, zwei Stäbchen einstechen, dem Muster gemäß. Jetzt drei Luftmaschen für die Höhe oder als Ersatzstäbchen. 1, 2, 3. Das ist ganz egal. Wenden oder umdrehen, wie auch immer ihr es nun benennen möchtet, ist ja beides richtig. So. Hier in diese Lücke bitte einstechen. Nicht hier einstechen. Denn wir haben ja hier schon unser Ersatzstäbchen gehäkelt. Das liegt ja direkt über dem letzten Stäbchen der Vorreihe. Um dieses zweite zu bekommen, was hier daneben liegt, müssen wir hier einstechen. Ich zeige es nochmal, hat man nicht gesehen. In die große Lücke einstechen. Und Stäbchen machen. Seht ihr? Das liegt jetzt direkt über dem Stäbchen der Vorreihe. Und so muss das sein. Jetzt, jetzt muss ich überlegen. Nee, keine, ja doch klar, noch Luftmasche machen, klar. Für den Abstand. Luftmasche, so. Und jetzt hüpfen wir hier einmal in diese Löcher, in diese Lücken hier rein. Und nicht mehr in diese, zwischen die zwei Stäbchen. Immer in die großen Lücken. Also, weil wir versetzen das Muster jetzt ja wieder. Zwei Stäbchen in die Lücke. Dann erst Luftmasche. Nächste Lücke hüpfen. Nächste große Lücke hüpfen. Zwei Stäbchen da reinarbeiten. Ach ja, und nur mal ganz so zur Info, das hier ist übergeblieben bis jetzt von dem Riesenbommel, der er ja mal war. Das kommt aber auch, weil wir ja Doppelstäbchen häkeln, zwischendurch immer, und das frisst natürlich Wolle. Ich wollte es euch nur mal ganz kurz zeigen. So, wieder Luftmasche, da ist die nächste große Lücke, zwei Stäbchen rein. Luftmasche. Nächste große Lücke. Zwei Stäbchen. Luftmasche und die nächste große Lücke. Zwei Stäbchen rein. So, und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dann werde ich mich wieder. Und zack, schon sind wir mal eben schnell von einer Seite zur anderen gehäkelt. Ihr seht es ja, wie schön das Muster jetzt schon wieder aussieht. Versetztes Muster. Ja? Die versetzten Zweier-Paketstäbchen.
So, ich befinde mich jetzt hier. Ich habe jetzt noch eine große Lücke vor mir. Meine Luftmasche habe ich schon gemacht. Zwei Stäbchen da hinein. Und wieder meine Luftmasche. So, und jetzt? Jetzt kommt's. Wir haben jetzt hier noch diese Lücke. Aus zwei Stäbchen. Das eine Stäbchen liegt blöderweise so schräg daneben. Geht gar nicht. Kann man gar nicht sehen. Ne? So hinziehen. Ein bisschen so wegziehen von dem anderen Stäbchen. Wir gehen also zwischen diese Lücke. Da zwischen die zwei Stäbchen rein. Holen uns den Faden. Ziehen ein bisschen länger. Und Stäbchen. Und es war natürlich noch ein zweites Stäbchen, ne? Wir haben zwei Stäbchen gemacht. Ganz einfach. Da auf die dritte Luftmasche oder in die dritte Luftmasche machen wir unser zweites Stäbchen. Und das war's. Fertig ist die Reihe. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Jetzt fängt das Ganze von vorne an. Drei Luftmaschen für die Höhe oder als Ersatzstäbchen, wie ihr wollt. Und hier ist eure erste große Lücke, wo ihr rein müsst. Da zwischen. Zwischen die Zweierpakete mit zwei Stäbchen. Also zwischen das, ja. Wie soll man es anders ausdrücken? Es ist ja ein Paket aus zwei Stäbchen. Da zwischen bitte rein, euer Stäbchen, das zweite machen und dann erst die Luftmasche. Damit ihr das alles wieder übereinander habt, seht ihr ja, ne? Da ist eure Vorreihe und da ist die aktuelle Reihe hier oben. So, Luftmasche haben wir schon und jetzt hüpfen wir wieder. Von einer großen Lücke zur nächsten großen Lücke und machen da immer unsere zwei Stäbchen rein. Ich mache mal jetzt ein bisschen schneller, damit ihr dann eventuell dabei bleiben könnt, wenn ich hier am Häkeln bin. Immer auf Pause drücken ist auch ein bisschen doof, ich weiß auch nicht. Dann häkeln wir jetzt halt mal die Reihe zusammen. Ich halte im Schnelldurchlauf so schnell wie ich kann und ihr in eurem Rhythmus. So schnell wie ihr halt könnt. Dann seht ihr auch mal, dass ich das wirklich alles häkle und mich niemanden hier habe, der für mich das häkelt. Das mache ich alles schön selber. Bin ja Frührentnerin und von daher habe ich Zeit dafür. Und das passende Kleingeld für die Wolle auch in der Tasche. Die Wolle ist nicht immer günstig, ich weiß. Aber ich kaufe ja auch nur Angebote ein. Größtenteils zumindest. Oder ich gehe vergleichen. Ne? Weil die teure Wolle kann ich mir auch nicht leisten. Also im Marktkauf zum Beispiel. Och Gott, nee. Da gibt es ein Bobbel Wolle, kostet da 23,90 €. Leute, den würde ich mir nie kaufen. Wirklich nie kaufen. Also ich habe jetzt von der Sabine Helfer. Habe ich auch durch Karin Mori kennengelernt, die Dame. Die macht tolle Bobbel, kann man sich selber zusammenstellen, mit Lurex-Faden, ohne Lurex-Faden. Da kriegst du ein 200 Gramm Bobbel mit 1000 Laufmeter für 13 Euro. Das sind ganz andere Maßstäbe, ja, das habe ich sofort, habe ich da bestellt. Das finde ich ja keine Frage, ne? So, jetzt sind wir am Ende. Ja, jetzt haben wir so gesabbelt, dass wir am Ende
gewesen sind oder gekommen sind. Luftmasche. Und jetzt haben wir hier wieder dieses tolle Zweier-Einer-Paket mit zwei Stäbchen. Nein, Zweier-Paket mit Stäbchen. So muss es heißen. Hier in die Lücke rein, ein Stäbchen machen. Und hier in die dritte Luftmasche des Stäbchens der Vorreihe, oben in die dritte Luftmasche einstechen und, und euer zweites Stäbchen häkeln. Und schon haben wir drei Reihen versetzte Zweierpakete Stäbchen gehäkelt. So, und das machen wir jetzt noch. Also ich, ob ihr das so macht, weiß ich nicht, ob ihr es auch so lang haben möchtet. Wie gesagt, noch einmal erwähnt, wenn ihr die Länge nicht so haben möchtet, ihr könnt es auch kürzer halten. Das würde dann heißen, ihr macht jedes Muster, ich habe es in den vorherigen Videos schon erklärt, einmal. Es sind ja drei Muster, drei verschiedene Muster aus Stäbchen. Ihr häkelt einfach jedes einmal mit euren feste Maschen, Doppelstäbchen, also feste Maschenreihe, Doppelstäbchenreihe und feste Maschenreihe zwischen den Mustern. Bis ihr an den Punkt kommt, wo ihr das dritte Mal, weil es endet ja mit diesem Muster, ja, mit den Vs. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in das gleiche, in die gleiche Lücke, in die gleiche Einstichstelle, ja. Damit enden wir ja. Wenn ihr damit enden wollt, wenn euch das von der Länge her gut genug ist und lang genug ist, dann endet ihr damit, macht aber noch über dem V-Muster eine Reihe feste Maschen, eine Reihe Doppelstäbchen und eine Reihe feste Maschen. Und darauf häkelt ihr nochmal 7 Reihen dieses versetzte Zweierpaket-Stäbchen-Muster. 7 Reihen dann nur noch. Dann habt ihr einen guten Abschluss. Fürs Rückenteil jetzt zum Beispiel, ja? Dann habt ihr einen guten Abschluss. Dann passt das so. Einfach gerade hoch häkeln. Keine Abnahmen, nichts machen. Einfach gerade hoch die 7 Reihen. Fertig. Wenn es für euch lang genug ist. Ansonsten, wenn ihr es genauso lang haben wollt wie ich, bis vor die Knie. Meins geht ja bis... ich habe euch das ja am Pulli gezeigt. Mein Pulli geht ja bis kurz vor den Knien. Dann müsst ihr dann so häkeln, wie ich es jetzt häkel. Ne? Also, wir sehen uns, wenn ich das Muster 15 Reihen hochgehäkelt habe und meine Reihe feste Maschen, meine Reihe Doppelstäbchen und meine Reihe feste Maschen gehäkelt habe. Ja, und dann muss ich ja nochmal 7 Reihen dieses entzückende Muster häkeln. Ich denke mal, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die 7 Reihen anfange. Dann habe ich noch was zu erklären. Genau, wenn ich die 7 Reihen mit versetztem Muster anfange, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin.